So, der 29. Spieltag ist damit komplett 1:1 am Ende zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem 1. FC Kaiserslautern. Damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz und herzlich willkommen auch in den angeschlossenen VIP-Räumen. Bei uns hier beide Trainer, beide Cheftrainer der Mannschaften zu Gast. Franco Foda vom FCK und unser Cheftrainer Carsten Baumann. Der Blick aufs Spiel zuerst natürlich von unseren Gästen. Franco Foda, bitteschön. Tja, wir waren leider Gottes in der ersten Hälfte schon nicht die bessere Mannschaft. Aue war in vielen Bereichen, vor allen Dingen in der ersten Hälfte besser, viel aggressiver, viel bissiger. Wir haben vor allen Dingen im Spiel gegen den Ball, waren wir nicht so aggressiv. Im Ballbesitz haben wir zu einfache Abspielfehler uns geleistet. Wir haben zu langsam gespielt, viel zu langsam das Spiel verlagert, zu langsam in die Spitze gespielt, sind aber trotzdem dann glücklich in Führung gegangen. Die 90 Minuten aus der Sicht von Carsten Baumann. Ja, danke schön, Franco, für die Komplimente. Ich glaube, wir haben nicht nur angeknüpft an unsere Leistungen in Bochum, sondern wir haben noch einen Tick besser gespielt, weil wir insgesamt aggressiver waren, weil wir besseren Zugriff hatten im Mittelfeld und weil wir auch es diesmal geschafft haben, auch nach vorne zu spielen, gefährlich nach vorne zu spielen, unsere Ballgewinne, die wir hatten, dann auch schnell nach vorne zu tragen.